Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute wieder mal am Feiertag. Lieben, was haben wir am Feiertag, sonntags und samstags Nachmittag Zeit? Autos abholen. So sieht es nämlich aus. So und nicht anders. Aber langsam müssen wir uns echt mal Gedanken machen, nicht nur abholen, sondern vielleicht auch mal wieder was verkaufen. Aber schwieriges Thema, eigentlich verkauft euch Nadine hier die Autos. Ne? Wir wollen ja, dass Oldtimer in gute Hände kommen. Und oft, sehr oft oder eigentlich immer sprechen wir offen über Zahlen, wie oft wir was für die Autos kaufen, wo die bei Kleinanzeigen drinstehen. Da heißt es oft, die sind zu teuer. Marco, die hast du viel zu teuer gekauft. Dann reparieren wir sie durch, machen sie TÜV-fähig, bringen sie wieder auf der Straße und natürlich müssen wir sie teurer verkaufen. Und das ist oft hier das Problem, dass die Leute sagen, meist höre ich es mir an, macht ihr uns mal ein Angebot und dann liegt das Angebot schon unter dem, was wir bezahlt haben im Schrottzustand. Und dann denke ich mir, macht es uns auch natürlich keinen Spaß, diese Autos zu inserieren, weil dann heißt es, für den Schrott hätte ich das nicht bezahlt. Daher sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, wenn einer Interesse an dem Fahrzeug von uns hat, meldet er sich bei Nadine, vielleicht erreicht er mich irgendwie, vielleicht kommt er einfach vorbei, spricht Nadine an oder auch mich an und dann klappt das auch. Und wir haben in letzter Zeit viele Autos verkauft. Mhm. Vor allem gute Autos, wo ich gesagt habe, niemals. Ich muss immer wieder an den XR3i denken. Dann auch andere gute Autos. Mal, oder wir blenden es jetzt hier mal mit Bilder ein. Was ich verkaufen würde, noch nicht fertige Projekte, kein TÜV. Iltis steht auf der Bühne. So. Könnte weg, schaffen wir hier leider eh nicht. Es stehen einfach große Projekte hier noch an und Karosseriebau ist hier einfach zu aufwendig. Das haben wir nämlich an dem Bus gemerkt. Direkt. Badewanne, ja. Könnte auch an einen guten Besitzer. Hier wieder das Bild dazu. Seicento Turbo. Ja. Ja. Weiß ich nicht, würde ich mich von trennen. Scirocco, hier noch ein Bild mit beschädigter Haube. Auch dieser würde weggehen, aber Achtung, ihr macht die Angebote und dann sagen wir auch ganz offen, ich muss wieder stoppen, an den Escort zurückerinnern. Der Herr hat viel mehr geboten. Vielleicht findet er sie hier in den Kommentaren jetzt auch wieder. Und ich habe gesagt, hey, so viel brauchst du gar nicht bezahlen. Das Auto ist günstiger. Also habt keine Angst, wenn ihr sagt, wir so, bleiben fair. Wollte ich gerade sagen, das ist ganz wichtig, fair. Uns ist viel wichtiger, dass der neue Besitzer oder auch der Kaufinteressent Verständnis hat. Es ist ein Oldtimer und da kann jederzeit mal was dran sein. Aber jetzt haben wir lange genug dumm rumgeblabbert. Wir müssen nämlich los, weil, Nadine weiß das ja schon, das ist nicht das einzige Auto, das heute abholen. Zwei. So, und guck mal, wie er da strahlt. Ey, das sieht aber auch immer wieder geil aus. Ne? Ein wunderschönes Auto. Jetzt geht's aber los zum Auto, was wir uns gestern Abend, aber es ging richtig fix. Ne? Wir haben gegessen, haben das, so haben wir gegessen und dann ging es schon los zum Auto angucken, weil wir Angst hatten, dass er dann weggeht. Angekommen beim Timo. Der Timo habe ich gestern erfahren, ich habe gestern mit Mike übrigens noch geschrieben, du bist echt bekannt für Dekadetten, habe ich schon gehört. Also man munkelt, dass du schon länger mit Dekadetten zu tun hast. So, und die Leute wissen ja auch, da steht das Objekt der Begierde. Als erstes, Timo, würde mich mal interessieren, du hast den ja relativ preisgünstig inseriert. Und so ein Andrang, wie ich hatte, in den 4 Stunden verkauft, war anscheinend zu billig. Ja, also er war in 3,5 Stunden verkauft. Ja. Entschuldigung. Das haben wir, deswegen sind wir gestern Abend noch ohne Schlepper, ohne Auto einfach losgefahren. Wir haben nämlich doch gegessen und jetzt möchte ich gerne mal wieder von euch, das habe ich gestern Abend gar nicht gesehen. Hast du das da gesehen? Hä? Mein Garten Irmscher? Nee, das habe ich, das, ich bin gerade sprachlos, Leute. Wir filmen in die falsche Richtung. Kann ich das zeigen? Also ich dachte schon, wir hätten was am Kopf. Also das muss ich wirklich zeigen. Du hast dein... Jetzt verstehe ich auch, warum man sagt, du hast den Dekadett-Schaden. Ich mache seit 30 Jahren mit den DS rum. Also ich glaube, in der Farbe hatten wir mal alle einen. Ne? Wie lange steht der jetzt wirklich schon hier? Ich habe ihn geholt, da stand er 15 Jahre unter dem Baum. Ja. Da waren vom Werk aus mit Irmscher Verbreiterung, also mit Dönse dran und Irmscher Fahrwerk. Und der steht jetzt definitiv 6 Jahre ohne alles da drin, also reine Karosserie. Kannst du zuschauen, wie der Rost fortschreitet? Ja, ne? Dann mach mal die Fahrradtür überhaupt, dann fällt es gerade. Ja, nasse Wiese. Auf einer feuchten Wiese steht. Ne, den kann man, glaube ich, nicht mehr retten. Wenn der rettbar gewesen wäre, hättest du ihn gerettet. Geil. Gute Idee. Auch mal einen Blumenkübel im Garten stehen.
Also ich habe ihn geschlachtet und nach wie vor hin und wieder braucht man vielleicht noch mal einen Kleinteil oder so ein Kram. Letztes hatte sich erst einer noch die Türfangbänder ausgebaut aus dem Auto. Es ist immer irgendwo eine Sache, wo jemand irgendwas braucht, was sich nicht lohnt auszubauen, im Normalfall, und zu verkaufen. Und dann sagt er, machst du das? Ich sage, ja, steht draußen. Ich sage, komm vorbei, bau dir aus. Und gut ist, ne? Das ist das Problem, was ich auch schon oft gesagt habe. Wenn man Oldtimer hat und man möchte die erhalten, also um gute Teile zu benutzen, um einen, zum Beispiel diesen, wieder aufzubauen, muss auch das ein oder andere Ersatzteil her. Vielleicht aus so einem Auto, Scheinwerfer, Blinker, Stoßstange, ein Spiegel oder sonstiges. Zum Glück hast du diesen bei Kleinanzeigen inseriert, dass ich ihn sehen konnte. Magst du vielleicht mal erklären, ein KTD Voyage ist die absolute Top-Ausstattung, richtig? Richtig, es ist ein Berliner Voyage. Da wurde also die Berliner Ausstattung beim KDD, war damals die Top-Ausstattung, und Voyage wurde im Prinzip nochmal einen oben drauf gelegt, indem man gesagt hat, wir packen so gut wie möglich alles in dieses Auto rein, was geht. Die Scheibenbereinigungsanlage zum Beispiel ist oft halt für Schweden und so gedacht, wegen Schlechtwetter und sowas. Das hatte man dann im Prinzip bei ihm dann auch nachgerüstet. Kulorverglasung ist nicht Standard. Und ja, das sind so Kleinigkeiten wie Niveauregulierung und ähnliches, ne? Und ich finde so ein Kombi, muss ich sagen, schweinegeil. Wir haben immer mal wieder nach einem geschaut. Und dieser hier ist definitiv von innen, würde ich nahezu sagen, im Zustand 2, würde ich dem geben. Fast wirklich, sogar vielleicht schon fast eine 2+, weil er vom Innenraum her einfach schon mal vollständig ist. Hier ist nichts zersägt, nichts kaputt gebohrt. Hier sind alle Schienen vorhanden. Die Sitze sehen top aus. Hinten im Kofferraum sieht es gut aus. Der Himmel, ganz wichtiges Thema, keine Löcher, nicht groß verfleckt. Deswegen würde ich dem Innenraum schon mal eine gute 2 geben. So, jetzt gehen wir Thema außen. Ja, die gute alte Patina. Was ist hier passiert? Hier wurde mal was nachlackiert und hier hat sich der Klarlack von dem Basislack gelöst und so sieht das dann aus. Genauso fängt das am Kotflügel an. Hier haben wir auch ein kleines Rostloch und der Timo hatte die Kotflügel gestern schon abgehabt, dass man sich die A-Säulen anschauen kann. Und ich sag euch, hier hat der Ralf gar nicht so viel zu tun. Es ist überschaubar, deswegen retten wir den auch. Was mir natürlich auch direkt aufgefallen ist gestern Abend, falls die Leute natürlich wieder einen Einsatzzustand suchen. Es gibt immer Autos, die dann sagen, Mensch, der hat es verdient, komplett bis auf die Karosse, so wie Mike das mit seinem Uno gemacht hat zum Beispiel. Ich bin der Meinung, dass hier das nicht nötig ist, weil hier wurde schon mal zum Beispiel ein neuer Schweller eingeschweißt. Das wurde mal wahrscheinlich in den 90er oder 2000er Jahren gemacht. Nicht perfekt, aber okay, um dass er den beliebten Aufkleber wieder aufs Kennzeichen bekommt. Und ich finde, wir werden den so machen, dass wir den schweißen, dass wir alle Löcher zumachen und dann mal gucken, mit einem von unseren Lackierern sprechen, sei es mit Markus oder auch dem Michael, den wir mittlerweile haben, der sagt, wir kriegen da was beilackiert, müssen wir mal gucken, weil viel kann man aufpolieren. Hier so eine kleine, ich darf nicht Beule sagen, es ist nämlich eine Delle, die geht nach innen, da kann man den Dellendoktor rufen, der die wieder rausdrückt, das Dach einmal schön polieren und dann sieht das nämlich gut aus. Motorhaube, ja, sehe ich genauso. Hier so ein Rostpickelchen, ne? Okay, Lackstift, auf geht die Fahrt. Und dann den Rest müssen wir uns mal angucken. So, der ist ja schon gebonkt, den haben wir gestern schon zugesagt. Und innen drin, sagst du, es riecht so ein bisschen verbrannt. Da wird man wahrscheinlich ein Kabelproblem haben, weil er im Feuchten gestanden hat. Da werden wir uns gleich aber noch mit beschäftigen, wenn wir noch auf den Schlepper fahren. Würdest du ihn auf den Schlepper fahren oder lieber schieben? Wir können ihn fahren. Irgendjemand muss sich halt mit dem Qualm auseinandersetzen, der da drin sitzt. Sobald du startest, Qualm? Kurz danach. Ich habe natürlich Angst, dass dann irgendwas wirklich an... Ich will ihn schieben, aber ich sag mal, vielleicht willst du den Motor ja auch mal hören, dass er überhaupt läuft. Stimmt, dann sind wir beim Thema. Ich habe ja gestern einfach auf gut Glauben, ja, der wird schon irgendwie laufen. Was ich natürlich geil finde, 1600er mit 90 PS. Bist du sogar schon mal gefahren? Ehrlich gesagt, nein. Weil ich finde einen 1300er mit 75 PS schon gar nicht so schlecht im KDD. Ich sag mal so, es wird... Kraft übersetzt jetzt, ne? Auf Drehmoment. Es wird kein Geheimnis bleiben, weil auch dieses Auto wird früher oder später natürlich auf dem Prüfstand stehen, wenn wir denn das Kabelproblem gelöst haben. Aber das gucken wir uns gleich in der Werkstatt an. Ich habe den Timo natürlich gefragt, ob er mal Lust hätte, diese Garage zu öffnen. Das ist das Thema. Den haben wir schon mal gekauft. Den anderen willst du wahrscheinlich niemals hergeben, ne? Ach du, es kommt drauf an. Das ist immer... Ich denke, erstmal nicht, nein. Erstmal nicht, weil guck mal, was da sich verbirgt. Ah, noch ein Kombi. Den hast du einmal komplett zerlegt, der war komplett auseinander, jede Schraube ab. Nein?
Nein, ich habe ihn aus erster Hand gekauft mit 33.000 Kilometer auf der Uhr. Das ist alles noch Originallack. Wie, der ist nicht komplett neu lackiert? Das ist Originallack? Das ist Originallack. Also überlegt mal, Originallack. Ich versuche euch das mal mit der Kamera hier drauf zu machen. Das ist unfassbar. Das hätte ich jetzt nicht. Ich habe gedacht gestern, der wäre komplett neu lackiert worden. Aber guckt euch mal hier die Seitenoptik an. Boah, Wahnsinn. Kann ich gar nicht glauben, dass das Originallack ist. Darf ich mal die Tür öffnen? Klar, Tür öffnen. Innenausstattung ist aber komplett gemacht. Komplett neu, ja. Musste nicht, aber Recaro-Sitze vom Original, glaube ich, könnte vom GTE sein, aber umbezogen. Also eine schöne Farbkombination gewählt. Doch, kommt gut rüber auf der Kamera. Boah, sieht das gut aus. Hier muss man natürlich den Knopf noch manuell hochmachen. Ah, sehr schön. Innenausstattung sieht gigantisch aus. Und hier ist nichts lackiert. Boah, was ein Zustand. Als 1300er 60 PS so. Die Armaturen, Tacho, Drehzahlmesser, wird er nicht Serie gehabt haben. Dann sehen wir ein Fünfganggetriebe. Da kommen wir schon mal die ersten Veränderungen. Und Veränderungen spielen sich hauptsächlich, natürlich Fahrwerkräder, aber unter der Motorhaube. Da schlägt das Opel Herz jetzt auf jeden Fall höher. Hier sehen wir auf jeden Fall entweder 1,8 Liter oder 2 Liter. 1,8. An dem Motor Kopfbearbeitung gemacht, gehe ich von aus. Ist ein kompletter Riss im Motor. Block, Kopf. Ah, hier sieht man es auch. Verstellbares Nockenwellenrad, ja. Fächerkümmer, Kopf geplant, Nockenwelle verändert, Kanäle bearbeitet, 45er Vergaser. Das Ganze auf dem Prüfstand wahrscheinlich abgestimmt worden. Was soll ungefähr an Leistung anliegen? Er ist noch nicht abgestimmt. Also er hat noch keine finale Abstimmung. Ah, okay. Der Motor ist seit März drin. Ja. Ich muss 1000 Kilometer einfahren. Ich habe jetzt mit Ach und Krach 1400. Ich müsste jetzt zum Nachabstimmen. Der ist bis 5500 ist er abgestimmt. Ja, und alles danach muss noch bedüst werden, genau, Zündung eingestellt, genau, etc. Genau. Aber tolles Projekt. Ja. Viel Zeit, viel Herzblut reingeflossen, ja, sagtest du ja auch. Und sieht echt schön aus. Farbe ist gigantisch. Felgenwahl 17 Zoll ist natürlich sehr groß für ein KDD. Sieht aber, finde ich, ganz stimmig aus. Aber das Ganze werden wir jetzt sehen. Jetzt werden wir mal gucken, wie wir den auf dem Schlepper bekommen. Zwecks des Kabelproblems. Ich hoffe, dass das gleich nicht so dolle qualmt. Weil meine größte Sorge ist, dass jetzt wir natürlich noch mehr beschädigen dadurch. Das kann sein. Aber du das hast Risiko den... Das ist auf deine... Was, du hast den aber jetzt gestartet und bist den auch schon mal hin und her gefahren? Ja, vom Hänger hier runter. Ja, wir gucken uns das gleich mal an. Ich würde sagen, ich bereite schon mal den Schleppwagen vor, dass ich den schon mal runterlasse. Du sagst, dass wir das erste Mal den Wagen starten, ne? Einmal runterdrehen das Gaspedal. Ja, das ist Startautomatik. Richtig. Ja, ich bin jetzt mutig. Aufzeichen senden. Kein Strom. Kein Strom. Ah, jetzt habe ich Strom- und Warmlenkanlage. So, Zündung an. Es geht keine Batteriekontrollleuchte an. Motor läuft gut. Oh, der Drehzahlmesser sehe ich gerade spinnt. Ich würde sagen, wir fahren ihn relativ schnell auf die... Mach die Hauben mal runter. Aber Qualm sehe ich hier noch keinen. Also Qualm sehe ich gar nichts. Aber der Drehzahlmesser spinnt halt. Aber ansonsten läuft das Auto richtig, richtig gut. Batteriekontrollleuchte geht. Also hier die Batterieanzeige. Ich weiß nicht, ob ihr das alles seht. Fahren wir jetzt aber mal drauf. Ich will das gar nicht lange probieren. Fahrwerk ist ein bisschen matschig. Das ist spannend. Ja, Serienfahrwerk. Ja, richtig. Ja, sehr gut. Angekommen in der Halle 77. Der Kadett. Nicht wundern, die Stoßstange haben wir abgenommen, weil sie nur mit, also aufgesteckt war, weil die Kotflügel hier auch nicht fest sind. Weil wir müssen ja schweißen. Oh Nadine, wie sitze ich da so? Cool. Geil, ne? Ja, ich finde den toll. Ich finde den halt von der Farbkombination. Außen, wie hieß das noch? Spanischrot, Indischrot? Englisch. Englischrot, genau. Englischrot, innen natürlich auch rot. Nadine, tritt mal die Bremse. Gang kannst du rausfahren. Wir haben ja jetzt keine Batterie an Bord. Ich lasse den Wagen dann jetzt mal runter. Ja, lass mal langsam kommen. Juhu! Was uns Timo noch mitgegeben hat, also Stoßstange war ja eh dabei, aber das fand ich ganz nett. Ich habe nur vergessen, wofür das ist. Verdammt! Ja, einmal diese Dichtung hier für... Ich weiß nicht, ob für diese Tür war das irgendwie, weil das hier alles nicht mehr so toll ist. Dann ein paar Schrauben für die Kotflügel. Ja,
Das hat er uns noch mitgegeben. Ansonsten wirklich ein ganz, ganz tolles Auto. Ich finde es gerade gut, weil er ja ein Fünftürer ist. Aber es riecht wirklich streng nach Kabelbrand. Oder nach, ja, nicht schön. Aber ein ganz tolles Auto, wirklich. Da kommt der Marco wieder und ich bin froh. Ich habe nur so eine kleine Batterie noch. Das macht nichts. Batterien nachbestellen. Ist das hier dieser Hebel, Marco? Der weiße. Ja, aber dann... Sieh mal ein bisschen wie ein Mann. Habe ich. Ich finde das geil, dass das ein 1800er ist und nicht so ein kleiner Motor. Mhm. Also, Entschuldigung, ein 1600er. Aber was mir direkt auffällt, guck mal, der hat Malibu-Fahrwerk. Aha. Gucken, ob ich das richtige Werkzeug mitgebracht habe. 10er Schlüssel, die brauche ich nicht. Batterie ist natürlich festgeschraubt mit 13er, lange Verlängerung. Vater. Guck. Harter. Alles passt mitgebracht. Ja, der Profi. Dann wollen wir mal gucken, ob dann, ob das Gestinke, ob das Gequalme denn da drin aufhört. Ich gehe mal davon hast aus, dass... Hast du das Qualm sehen? Nein, also bei uns hat es gar nicht gequalmt. Das hätte ich auch direkt wieder ausgemacht. Mhm. Weil ich möchte nicht, dass da was abbrennt oder gar kaputt geht. Oh, das ist auf jeden Fall Marke Eigenbastel. Batteriefach, kein Rost. Sehr gut. Mal hier die kleine süße Batterie da rein. Wollen wir mal vorsichtig die Batterie dran machen? Weil es kann ja auch schon sein, dass es anfängt zu qualmen, wenn einfach nur Strom drauf ist. Ja. Ne? Das wird doch, glaube ich, so sein. Kommt mal mit rum. Siehst du was qualmen? Nee, ne? Nee. Wir klemmen auf jeden Fall über Nacht die Batterie ab. Ah, deswegen ist es ausgehackt. Mach mal vorsichtig Zündung an, Nadine. Komm mal ran. Passiert nichts. Hier ist Batterieanzeige. Alles gut? Ja, ist alles gut noch. Ich will wissen, ob der Drehzahlmesser richtig ist. Ah, sie oh, der spinnt. Und jetzt ist er auch einfach ausgegangen. Jetzt springt er auch nicht an. Hm. Hat der eine Sicherung, einen Sicherungskasten? Kann da was passiert sein? Nö, das wird irgendwas mit der Zündanlage auf sich haben hier. Aber hier ist alles, hier ist auch nichts warm. Es riecht auch nicht. Nee, es kommt. Fakt ist, wir klemmen die Batterie sicherheitshalber ab. Marco, wir schieben lieber. Ja, müssen wir ja jetzt auch. Fahren tut er ja nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, wir beide schieben den jetzt rein. Wir sind für heute aus dem Video raus. Natürlich geht es jetzt für euch gleich weiter. Dann gucken wir, was da Phase ist. Genau. Weil wir müssen jetzt los das nächste Auto holen. Und das nächste Video beginnen. Ja. Bis gleich. Der nächste Tag. Die Misere, gestern habt ihr gesehen, ich habe es gut gemeint, habe eine neue Batterie eingebaut. Jetzt geht gar nichts mehr. Das überprüfe ich jetzt nochmal. Übrigens, Ralf ist natürlich bei Opel auch am Start. Ralf, was sagst du denn erstmal zum Dekanit? Ist okay, was man bisher so sieht. Was sagst du denn zur Farbe? Ist okay für die Innenausstattung, das passt perfekt zusammen. Ich finde es auch geil. Ausstattungsmäßig habe ich gerade ganz stolz gesagt, weil so wurde es mir auch gesagt, der ist pickepacke voll. Hat Ralf das allererste gesagt? Da muss er ja einen Bordcomputer haben. Möp. Den hat er nämlich nicht. Ansonsten ist der echt gut ausgestattet. Ich kann mir vorstellen, Schiebedach gab es doch bestimmt früher auch schon. Boah, bei Dekadet weiß ich das gar nicht. Ob die. Dekadet gab es ja auch Schiebedach. Gehe ich davon aus, dass Dekadet eigentlich auch mit Schiebedach gegeben haben. Das habe ich aber bewusst noch nie irgendwo gesehen. So, das haben wir. Deine erste Sorge ist jetzt, wie viel Rost hat der Kollege, ne? Richtig. Ich würde sagen, mach mal die Böcke drunter. Dann mal hoch. In der Zwischenzeit ziehe ich die Haube auf. Michael, halt mal den Riechkolben rein. Fällt dir was auf? Den Riechkolben? Ja, was ist der Riechkolben? Meine Nase. Ja. Riecht so ein bisschen nach Gummi. Nee, es riecht verbrannt. Aber verbranntes Gummi. Könnte sein. Da gucken wir gleich mal nach. Aber als allererstes, wundert ihr euch jetzt? Hä, wo ist die Stoßstange? Da war doch eine Stoßstange bei. Die liegt im Auto, die haben wir für die Fahrt abgemacht, weil sie nur aufgesteckt war. Ich glaube, Nadine hat auch noch gezeigt, dass wir ein paar Teile bekommen haben. Den Blinkerschalter oder Wischerschalter haben wir auch bekommen. Ich habe die Batterie sicherheitshalber abgeklemmt. Ralf, 10er Schlüssel, zweimal. Und dann machen wir mal eben die Kotflügel ab. Das ist bei alten Autos halt einfach geil. Ach, die sind nicht geschweißt, die sind... Nee, das ist eigentlich bei 90%, doch, ich würde sagen, bei 90% der Autos sind Kotflügel geschraubt. Beim Escort waren sie geschweißt, ich glaube, da haben wir bei das, Ford ne? Generell, Fiesta zum Beispiel auch, ist leider die Kotflügel geschweißt. Ich mag geschraubt lieber, weil, jetzt gucken wir uns in den nächsten 15 Sekunden an, hier sind ja jetzt nur zwei Schrauben für die Fahrt drin. Da kann man mal eben, muss ich aufpassen wegen Blinker,
professionell. So, der Kuchen kühlt jetzt ab, den legen wir schon beiseite, weil den brauchen wir ja noch. Beim Ralf ist die Antenne noch mit dran und auch der Blinker. Müssen wir mal gucken, ob wir die Antenne abnehmen. Warte, ich halt fest. So, der Kotflügel ist auch ab. Die sieht vom Zustand her ja noch okay. Mhm. Hier haben wir so ein bisschen Kantenrost, aber da kümmern wir uns natürlich später drum. Das Wichtige ist jetzt, erstmal sieht man, dass das Auto lange gestanden hat. Hier ist schon überall Moos. Und hier hinter, seht ihr, ist die A-Säule. Hier ist ein kleines Loch, aber an sich, ich hole mal am besten einen Schraubendreher oder irgendwas Härteres, um das Ganze mal abzuklopfen. Weiser durch. Also die A-Säule hier auf dieser Seite sieht gut aus. Das sind nur Kleinigkeiten zu schweißen. Der Ralf sitzt schon auf der Beifahrerseite. Wie sieht es hier aus? Das ist eigentlich nur hier und hier ein bisschen. Hier ist ja schon mal ein Blech drüber gekommen. Hier sieht man übrigens, im Prinzip jedes Mal, wenn wir das bei Autos zeigen, ist wirklich bei jedem Auto, sieht man das Briefmarkensystem. Und nicht, dass ich immer sage, ich habe nur immer Einzelfälle an Fahrzeugen, wo dieses Flickenteppichsystem ist. Das war immer so. Weil es ist ja nur ein Kadett. Und ein Kadett musste 2 Jahre TÜV bekommen, Kotflügel ab, Blech drauf, Farbe drüber, zack, gab es den neuen Aufkleber für 2 Jahre. Und deshalb hat man das so gemacht. Aber Ralf, hier muss ein bisschen schweißen, da ist er durch. Das ist überschaubar, ne? Das ist wenig, weil normalerweise ist das hier auch nicht mehr da. Ich würde sagen, es könnte sein, dass das schon ein Reparaturblech ist, dass das schon mal angeschweißt war. Das ist die A-Säulen oder A-Säulen-Verstärkung zur Schweifung. Irgendwas wird hier eh gemacht, weil wir mal die Farbe haben. Leicht daneben gegriffen, ne? Ein bisschen. Würde ich sagen, daneben. So, was ist mir noch aufgefallen? Einstiege habe ich im Video schon gezeigt. Guck mal, Ralf. Deswegen sage ich, daraus eine Nummer 1 zu machen oder ein perfektes Auto lohnt sich nicht, weil hier hat man schon mal Einstiege eingeschweißt. Ich würde sagen 85%, weil das hätte man schöner machen können. Aber auch wieder Thema TÜV. Und hier sieht man, das ist alles noch stabil. Der Timo sagte mir, der mir das Auto verkauft hat, die Achsaufnahmen hätten auch oft Probleme. Und vorne die Längsträger beim D-Kadett, die sollen ja aber Taco aussehen. Da ist was ein bisschen zu schweißen, aber das sehe ich überschaubar. Und ich glaube, Endspitze, oder das weiß ich nicht, aber hier sehe ich schon, guck mal hier, der nächste Briefmarkenflicken. Mhm. Ich hatte eine geile Idee, ich weiß gar nicht, was der Ralf dazu sagt. Der Ralf hat ja gerade eine Problematik mit seinem eigenen Fahrzeug. Du fährst ja unseren Polo, der ist echt zuverlässig, ne? Ja, das ist das zuverlässigste Auto hier. Und das haben wir wirklich schon seit 2017, seit Gründung meiner Selbstständigkeit, also dass ich alleine ohne Geschäftspartner arbeite, haben wir den angemeldet. Also seit 2017 ein zuverlässiges Auto. Du kennst den auch, jeder kennt den hier, glaube ich. Und es ist aber kein Young oder Oldtimer. Es geht natürlich an unserem Platz voll vorbei. Das war damals unser Werkstatt-Ersatzwagen, wenn wir ein Auto verkauft haben, zwecks etc. Garantie. Was hältst du von der ND, wenn wir den Polo gegen dieses Fahrzeug nachher austauschen? Eigentlich gut, weil das ist auch ein Kombi noch. Wollte ich gerade, ist ein Kombi, den können wir als Werkstattersatzwagen für uns immer noch benutzen. Und ich finde, er ist jetzt nicht so gut, dass man den sagen muss, den muss man wegstellen, den darf man nicht bei Wind und Wetter fahren. Aber er ist auch nicht so schlecht, dass man sich damit schämen muss, sondern ich finde, da kann man sich im Gesamteindruck gut mit sehen lassen. Und er sieht von innen halt geil aus. 9,6er. Auch gut, ne? Ja. 90 PS. So, hier sehen wir den nächsten Flicken. Das ist das, was ich meine. Man könnte das jetzt, wenn man es ein bisschen schöner gemacht hätte. Es ist ja gut noch. Es ist auf jeden Fall stabil. Also hier ist nichts durch. Aber das hätte man verspachteln können und ein bisschen anpassen können und die richtige Farbe vielleicht. Mhm. Dann wäre es cooler gewesen. Aber ist halt so. So, was ich noch gesehen habe, hier hinten am Heckblech fängt er an. Aber das scheint alles nur Kantenrost. Aha, da müssen wir schweißen, typische Probleme. Endspitze, kriegst du das drauf? Ja. Hier fängt er gerade so an, aber hier ist ein ganz kleines Löschen. So, hier sieht man es jetzt besser, kleines Löschen. Aber nicht der Rede wert. Ja. Haben wir schon Schlimmeres gesehen. Auf die andere Seite, der sieht Bombe aus.
wirklich Bombe aus. Achsaufnahmen, so weit kommst du nicht runter. Oder Federaufnahme hier in dem Falle. Top, wirklich top. Andere Seite, auch top. Und Ralf, wie sieht es bei dir vorne aus? Ein bisschen Flugrost, aber nichts, was irgendwie durch ist oder so. Wenn man das einmal hier sauber macht, dann ist das wieder super. Nachher ein bisschen behandelt, schön Hohlraumwachs drüber oder ein Wachs drüber oder ein Fett. Dann sieht das gut aus. Also ich sage euch, Karosseriezustand. Positiv überrascht. Das macht der Ralf in 2, 3, 4, 5 Stunden ist das ganze Ding durchgeschweißt und dann ist der gut vom Substanz her. Jetzt haben wir aber das Problem, dass der durch das lange Stehen, durch die Feuchtigkeit nicht wieder ansprang oder irgendwas auch stark verbrannt riecht. Wir könnten ihn jetzt nochmal wieder runterlassen, Ralf. Wir können mal schneller gucken, aber hier, das sieht, hier könnte ein Loch drin sein. Ne, ist noch nicht durch. Was ich jetzt mal eben mache, über einen Schrauben von der Batterie. Ich stelle jetzt mal die Batterie wieder an und gucken, ob er das macht. Dass er, also gestern ist er eigentlich angesprungen. Bin ihn ja, ihr habt ja gesehen, auf den Trailer gefahren. Zündung geht wieder an. Ne. Ja, Ralf. Gestern sprang er noch an, kann ich dir versprechen. Dann gehe ich von aus, dass irgendwas am Zündschluss in Verbindung zur Tachoeinheit, da können ja höchstens 12, 13 Kabel sein, irgendwas verschmort ist. Ich würde sagen, Zündschluss, weil der wird ja dann keinen Funke haben, weil was braucht der? Sprit? Kriegt dann, durch den Vergaser, manuell, genau, und Zündfunken fehlt ihm. Also muss das am Zündschluss sein. Würdest du mir einmal das alles freilegen? So, wir packen mal eben die Stoßstange raus. Guck mal hier, das noch ein Kombi. Junge, das ist Platz. Boah. Geil, oder? Mhm. Und ich finde den vom Innenzustand her, wenn ihr euch den Himmel anguckt, echt toll. Wirklich ja. Ganz toller Zustand. Und Stoßstange mit Scheibenverreihungsanlage. Auch sehr, sehr selten. Jetzt mache ich mal eben. Guck dir mal die Sitze aus. Ey, Digga, auch mit dem Teppich. Allein der Zustand hinter den Sitzen mhm. Und sowas. Wirklich schöner Zustand. Habe ich noch nie gesehen, so eine Innenausstattungsfarbe. Die Farbe nennt sich Englisch Rot, ich vergesse es jedes Mal. Die ist natürlich schon so ein bisschen verblichen, dann durch das, ja, was soll ich dazu sagen, Beilackieren ist es halt noch schlimmer geworden. Obenrum kann man den Lack ja polieren, genauso wie das Dach. Hier können wir einen Dellendoktor rufen, der uns die Dellen so ein bisschen rausdrückt. Und da sind wir gerade beim Thema. Ich würde gerne mal wieder, das ist ja so einer meiner Lieblingssachen, gucken, wie die Farbe aussieht. Ich mache das mal einmal gerade ein bisschen sauber. Und ihr wisst ja, bei uns darf ein Auto ein bisschen Geschichte haben, darf ein bisschen was erzählen, Beulen, Kratzer haben. Dass wir nicht direkt den Dreck da reinpolieren, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber guck mal, das ist kein sagen, gutes Zeichen, ne? Das ist ganz normal Wachs. Aber ist der Zündanlasschalter abgeraucht? Du kannst ja mal dran riechen. Mhm. Oh ja. Ja, dann müssen wir mal gucken. Aber meinst du, da sind noch keine anderen Kabel verschmort? Das sieht nicht so aus. Was hat der? Wahrscheinlich die Kontakte innen drin. Was hat er uns denn hier mitgegeben? Ich habe hier einen Wischerschalter. Ich habe hier Relais. Ja, einen Zündanlasschalter haben wir keinen. Kriegt man den noch ganz normal im Zubehör? Ja, der passt vom Corsa, der passt von alles da rein. Perfekt, dann bestellen wir jetzt eben Zündanlassschalter. Also kannst oder ich gehe mal ins Lager. Guck mal im Lager, ob wir was haben. So, und ich mache jetzt mal eben hier, das macht mich allerdings ein bisschen stutzig. Was wird jetzt passieren, wenn du mit einer Poliermaschine da drauf gehst? Sagen wir es mal so, das gucken wir uns jetzt an. Jetzt gucke ich mal, ob das am Dach auch passiert. Mach es mal am besten hier. Ja, das ist echt eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Aber eigentlich ist das ist ein Metallic-Lack. Und Metallic-Lack hat hier immer einen Klarlack drüber. Boah, darf ich gerne mal Lackierer fragen. Lackierer ist, die ihr hier seht, was denkt ihr, was ist hier Phase? Ist der Klarlack da einfach weg? Ist das schon so lange gestanden, dass der Klarlack weg ist? Ich weiß, dass es manchmal so Sahara-Sand gab oder Sahara-Staub, der sah so ähnlich aus. Aber probieren wir nochmal eine saubere Stelle am Lappen. Wir nehmen hier, also die sauber, gehen direkt an die A-Säule, die ist definitiv nicht nachlackiert. Das ist von der Dichtung und es geht überall Farbe ab. Motorhaube, saubere Stelle vom Lappen suchen. Das
Aber jetzt bin ich neugierig. Jetzt nehmen wir mal eben eine Polierung. Jetzt nehmen wir eine nicht so starke Politur. Guck mal eben, dass wir jetzt ein Pad haben, was auch nicht so hart ist. Das ist relativ weich, aber es ist mir noch zu hart. Das ist sehr weich. Weil jetzt möchte ich natürlich nicht mit groben Schleifmitteln dran. So, ich gehe jetzt bewusst mit irgendeiner Metallic-Hochglanzpolitur dran. Also das ist jetzt nichts Wildes. Also das ist jetzt, ich guck gerade, ist da Schleifmittel enthalten oder viel Schleifmittel? Schützt, pflegt und versiegelt Metallic-Lacke. Dann gibt es ja auch nochmal verschiedene Polituren. Hier steht es, glaube ich, drauf. Hier ist eine Hand drauf abgebildet. Das kann sein, dass das keine Maschinenpolitur ist. Du musst einiges beim Polieren beachten. Ich glaube, das war gut gemeint hier. Aber viel hilft viel, wisst ihr ja. So. Das ist zu schnell. Wie gesagt, das ist jetzt keine Politur, wo man, ich sag mal, schleift mit, sondern das ist so eine Politur, die wahrscheinlich, müssen wir mal nachlesen, auf Silikonbasis arbeitet, dass natürlich auch ein kleiner Glanzgrad reinkommt. Aber ich traue mich jetzt auch mit scharfen Mitteln nicht dran. Aber hey, guck mal. Mhm. Boah. Also mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Soll ich mal den Lappen? Ja, der meistens ist ja jetzt hier drauf, sag ich mal. Den Unterschied an. Ja, sehr gut. Und das ist das, was ich meine. Wenn wir jetzt hier irgendwie hinkriegen, dass man hier bis auf Stoß lackiert, hier kann man schön, ich sag mal, der Lackierer kann hier gut was machen, weil hier eine Schattenkante ist. Mhm. Da kannst du was beilackieren. Das kriegen wir eh wahrscheinlich nicht weg. Jetzt würde mich natürlich noch mal die Stelle am Dach interessieren. Das sind so Sachen, die mich sofort so, weißt du, so mitnehmen. Ja. Und die rechte Seite zum Beispiel, die sieht total perfekt top aus. Also hier gibt es nichts, hier gibt es so kleine Lackschäden. Die kann man mit dem Lackstift austupfen und gut. Aber ansonsten hat er hier keine Beschädigung, keine Nachlackierung, außer bis hier. Und selbst das kann man sagen, das kann man hier unten leicht einnebeln, dann kriegt man das beipoliert. Und hier seht ihr, ist das Seitenteil ja auch ganz matt. Als ob das Sprühnebel ist. Ne? Wir probieren jetzt mal eine Stelle am Dach. Und wie gesagt, das ist jetzt, jeder Aufbereiter flucht jetzt über mich und sagt, Marco, was machst du da? Du reibst den Dreck da rein, du hättest den vorher intensiv waschen müssen. Abkneten nennt sich das. Ja, ja, ich weiß. Sehr gut aus. Also mit dem Lackzustand bin ich sehr, sehr zufrieden. Das ist für mich mehr als ausreichend. Guck mal auf der Kamera, top, wirklich top aus. Ja. Ne? Und eins muss ich zugeben, Farbe ist geil. Ich glaube, im Sonnenlicht sieht die Farbe extrem gut aus. Passend zur Innenausstattung. So, jetzt muss ich noch mal gucken, rechte Seitenteil. Das sauber machen überspringe ich jetzt. Ich möchte jetzt wirklich mal, dass du mal einen Vergleich machst. Ich mache mal die Heckklappe zu. Also man sieht, dass das so leicht matt ist. Ne? Ja. Boah, Marco, das ist ein Riesenunterschied. Und das war einmal nur jetzt wirklich, wie sagt der Ralf, immer übergeschmiert. Das Ganze kann man jetzt natürlich auch schleifen. Oh, der Unterschied. Boah, jetzt sehe ich es auch. Boah, und die Farbe ist geil. Guck, wie, zum Beispiel, wie matt die Tür ist, siehst du es auch. Und das ist ja so, wenn ich jetzt so drüber putze, seht ihr selber, ich putze jetzt die ganze Zeit, passiert da nichts. Ja. Sind wir mal mutig und gehen mal mit schärferer Politur dran? Ich glaube, ich würde den lieber erstmal waschen, oder? Willst du auch sagen, ne? Und erstmal schweißen. Wir sind ja, ich bin schon bei der Endaufbereitung. Aber guck mal, Ralf, was sagst du? Wird dir das Lackbild hier gefallen? So, das ist schon okay. Also, da geht noch mehr. Da geht noch was, ne? Obwohl, du siehst ja immer noch, dass es matt ist. So ein bisschen von Schleier. Aber der Unterschied ist so geil. So, ja, ich würde sagen, wir bestellen zu einem anderen Schalter. Ist bestellt, ist lagernd, kommt später. Perfekt, dann fängt der Ralf jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen an zu schweißen und wir sehen uns später wieder, wenn der Zündanlassschalter der neue drin ist und gucken, ob er dann anspringt, dass wir den technisch mal ein bisschen was gucken können. Bis gleich. Der Ralf war wieder schneller wie die Polizei erlaubt, wie man so schön sagt. Du hast schon alles fertig geschweißt, ne? Genau. War aber jetzt gar nicht groß so schlimm, ne? Ja, die Seite war schlimmer wie die andere. Wir gucken mal. Ihr seid ja auch neugierig. Hier hat der Ralf jetzt zugeschweißt, hat das Ganze schon mit
Karosseriedichtmasse zuhören und anschließend mit U-Schutz. Hier zum Beispiel sieht man noch, hier hat mal einer was weggeflext und hat es dann nicht mal mehr grundiert oder sonstiges, geschweige denn irgendwie ein Rostummantel drauf. Hier unten war das auch irgendwo, das haben wir alles schon bearbeitet. Was ich jetzt zum Beispiel noch mache, das ist jetzt aus der kleinen Dose, Hohlraumversiegelung, sagt man, ist ja eigentlich nur für Hohlräume. Ich zum Beispiel, das gibt es natürlich auch in der U-Schutz-Version, dass ihr das in einer Kartusche habt, in einer, wie nennt sich das, Luftsprühdose. Ich will nur zeigen, was wir jetzt machen. Ich zum Beispiel sprühe jetzt nochmal einfach da Hohlraumspray drüber. Und auch hier mal ordentlich, oh ne, das ist der Innenraum. Ne, habe ich auch gerade gemerkt, aber war mal eine gute Idee. Oder hier rein. Da zum Beispiel, das ist in die Säule rein. Aber das ist kein Wachs, oder? Das ist doch, das ist ein Hohlraumwachs. Ach, Wachs ist das, okay. Und wenn wir da jetzt Wasser drauf machen, kommt das ja nicht mehr ans Metall. Und ich sag euch, das Ganze ist jetzt noch mal besser, um gegen den Rostschutz. Auch jetzt wird das mit Sicherheit noch weiter rosten. Aber ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, bei meinem Audi 80 habe ich so einen Türrost. Hier, an so einer Stelle hatte ich Rost. Da wollte ich damals schon 1999 nicht lackieren, habe das grob angeschliffen und habe einfach so... einfach Wachs darüber gesprüht. Wenn ich mir jetzt die Stelle angucke, die sieht noch genauso aus wie 1999. Also es kommt ja dann kein Wasser mehr dran. Das sieht jetzt nicht schön aus, aber sehen tun wir es ja trotzdem nicht, weil es ist ja hier der Kotflügel drüber. Hier werden wir nochmal Rostummantler drauf machen. Ein bisschen Schwarz-U-Schutz und anschließend dann auch mit Wachs. Und dieser Schmierfilm, den ihr jetzt habt, das trocknet ihr jetzt so ein bisschen an. Und dann behaupte ich, sollte das für den Alltagsbetrieb funktionieren. Das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch. Wir gehen mal rüber. Wie man hier sieht, ist ja hier schon was passiert. Und guck mal, hier fällt mir als erstes auf, hier ist die A-Säule, hat die gar keine Löcher. Auf der anderen Seite hatten wir gerade Löcher, wo wir in die Hohlräume reinkommen. Ja. Hier sind die gar nicht vorhanden. Also ihr seht, an den Autos wird schon ohne Ende rumgeduckt. Ich bilde mir jetzt ein, dass das auf jeden Fall nochmal eine gute Vorsorge ist. Normalerweise hätte ich jetzt dafür eine Kartusche aufgemacht, mit der U-Schutzpistole das Ganze gemacht. Aber wie ihr seht, funktioniert das so auch. Oder was sagst du, Ralf? Oder meinst du, das ist schlecht, was ich hier gerade mache? Schlecht kann es nicht sein. Wollte ich gerade sagen. Ist nämlich auch schlecht kann es nicht sein. Ob das gut ist, ist eine andere Frage. Aber ich für mich, oder hier mache ich es sauber. Bevor ich da oben weiter sprühe, mache ich es erst sauber, mache den ganzen Moos weg. So, weil jetzt können wir gleich den Kotflügel dran machen, hier nochmal sauber machen. Dann sprühe ich das nochmal auf die Kante, wo auch quasi der Kotflügel aufliegt. Und dann Kotflügel drauf, fertig das Turnier. So, das haben wir gemacht, geschweißt. Hinten müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten schweißen, das habt ihr ja gesehen. Das machen wir aber auf der anderen Bühne. Dann haben wir das Problem, hast du den Zündanlassschalter mal irgendwo? Boah. Der riecht schon stark verkokelt, ne? Du hast auch nichts anderes gemacht, nur Zündschalter gewechselt. Ja, und vorne an der Kabel rumgepropelt, da war auch noch schwierig. Also vorne an der Zündspule. Genau, erstmal das Plus hatte Kontaktschwierigkeiten und Drehzahlmesser ging auch nicht. Ja, das hatte ich gesehen in dem, ich weiß nicht, ob es rüberkam, aber der hat so gezappelt. Jetzt wenn wir Zündung anmachen, alles wieder wie vorher. Batteriekontrollleuchte, boah, ist mein Magen wert. Boah, hat der Hunger. Ja, erste Schlüsseldreh, jetzt leuchtet noch hier die Batterielampe. Einmal Gas geben, zack, Erregerstrom, wollen wir Dings. Und guck mal auf dem Drehzahlmesser. Der hat Bock. Der hat auch Bock. Ralf hat gesagt, hier gibt es noch ein paar andere Probleme. Scheinwerfer vor, Spritzanlage vorne geht nicht, ne? Genau. Heizung geht nicht, also das Gebläse. Ich konnte hier noch nichts feststellen. Noch schneller. Das heißt aber, dass es noch ein bisschen was daran zu tun gibt. Und das seht ihr im nächsten Video. Bis dahin, ciao.